Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Monatsfavoriten-Video. Heute zeige ich euch mal wieder meine Top- und Flop-Produkte aus dem Monat Juli und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir an mit Make-up und zwar das erste trage ich auch gerade und das sind meine Wimpern. Hey Leute, wie viel Geld habe ich für Wimpern schon ausgegeben? Also ich spare ja echt nicht rum. Dann wurden mir bei Amazon immer wieder so Fake Lashes angezeigt, so als Kaufempfehlung. Und die sahen echt gut aus. Das waren so 3D Mink Lashes und die sahen echt nicht schlecht aus. Ich meine, ich sehe das schon, also für Anfänger ist es wahrscheinlich schwieriger, online Wimpern zu bestellen, weil sie nicht genau wissen, wie das dann an ihrem Auge aussieht. Aber ich benutze seit Jahren Fake Lashes und ich habe ein Auge dafür entwickelt, was meinem Auge steht. Und die sahen halt echt nicht schlecht aus und haben 3 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, komm, bestell sie mal. Und das sind die. Ich habe mir zum Glück gleich 4, 5 Stück bestellt. Sicher, sicher. Der Versand hat etwas gedauert, was ich aber dann nicht schlimm finde. Also ich werde in der zweiten Bestellung auf jeden Fall gleich so 10, 15 Stück verwenden. Die Verpackung sieht so aus. Also es kommt auch in einer super praktischen Verpackung, die man so wiederverwenden kann. Finde ich richtig, richtig toll. Und für 3 Euro. Ich habe... Leute, ihr wisst nicht, wie oft ich Komplimente zu meinen Wimpern bekomme, seit ich diese 2 Euro, 3 Euro Wimpern trage. Vorher, wenn ich so meine 30 Euro Wimpern hatte, hat kein Schwein mir irgendwas zu meinen Wimpern gesagt. Und jetzt bekomme ich Komplimente zu meinen Wimpern? Ja. Das Ding ist, ich lasse halt meine Wimpern überall rumliegen. Ich ziehe die abends ab, wenn ich auf der Couch bin, wenn ich im Bett bin, am Lesen. Ich schminke mich immer vorm Schlafengehen ab, ich kann sonst nicht einschlafen. Aber wenn ich jetzt noch so im Bett lesen tue und meine Wimpern nerven mich, ich reiße sie ab, lege sie aufs Bett. Wenn ich im Esszimmer bin, reiße ich sie ab, lege sie irgendwo hin. In meinem Büro reiße ich sie ab, lege sie irgendwo neben meinen Schreibtisch. Und ja, die stauben dann vor sich hin, weil ich nehme dann beim nächsten Mal schminken natürlich eine neue Packung. Und ich kann, weiß ich nicht, und ich bin einfach viel zu verschwenderisch und es ist mir dann echt zu teuer geworden, mir immer diese teuren Wimpern zu kaufen. Und ich finde, die Amazon-Wimpern finde ich so klasse. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Ich kann die euch wärmstens empfehlen. Wie gesagt, der Versand dauert vielleicht so 2 Wochen, aber es lohnt sich. Ich finde die einfach klasse. Das nächste Produkt ist so eine Hassliebe. Und zwar habe ich das schon länger. Das ist ein MAC-Lippenstift. Und zwar ist das Lady Danger. Und gerade jetzt, wo es so heiß ist, habe ich richtig Lust auf diesen orange-rötlichen Lippenstift bekommen. Und der sieht einfach so toll ausgetragen. Also das ist so eine schöne Farbe. Ich glaube, ich hatte jetzt auch ein Video gedreht im letzten Monat, wo ich den auch getragen habe. Ich finde, der Ton steht mir auch sehr gut. Und es ist einfach so eine schöne, frische Sommerfarbe. Ich liebe die Farbe von Lady Danger. Aber ich hasse die Textur von MAC. Das ist jetzt ein Matt-Finish und ich komme dem einfach nicht zurecht. Das trocknet mir so dermaßen die Lippen aus. Das fängt so an zu bröckeln und ich weiß auch nicht, warum zeige ich das jetzt in meinen Favoriten? Klar, die Farbe ist ein absoluter Favorit, aber ich dachte mir, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch einen Dupe-Tipp für mich. Vielleicht als Liquid Lipstick oder so von irgendeiner Marke, wo nicht so abblättert, wo nicht so austrocknet. Ich komme damit einfach nicht zurecht. Also, ja, nee, das macht keinen Spaß, wenn es sich dann irgendwann runterschält und dann hast du die ganzen Stückchen im Mund. Das bröckelt so eklig und das ist es mir einfach nicht wert. Und das hat mir dann echt immer die Laune verdorben, wenn ich den getragen habe. An sich, also ich liebe die Farbe, wunderschön. Vielleicht hat jemand von euch einen Shopping-Tipp für mich. Wäre natürlich klasse, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet, weil ich finde die Farbe einfach so schön für den Sommer. Aber ja, die Qualität ist einfach ein Flop. Dann habe ich 2 Produkte von Bare Minerals. Wie sollte... Hey, also ich glaube, in jedem Monatsfavoriten... Ich glaube, die ich dieses Jahr gepostet habe, zeige ich irgendwas von Bare Minerals. Aber es ist einfach meine Lieblingsmarke geworden. Es ist einfach meine Lieblingsmarke geworden. Und ich bin so zufrieden mit den Produkten. Und so viele von euch geben mir immer das Feedback und bedanken sich für die ganzen Tipps, die ich euch gebe. Es sind gute Produkte und ich tue die nicht umsonst die ganze Zeit zeigen. Also ich, wie gesagt, ich bin da nicht für bezahlt worden oder sonstiges. Ich bin einfach wirklich ein Fan von. Das erste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gezeigt habe. Und zwar ist es von Bare Minerals das Invisible Bronze. Ich habe die Farbe Medium, also ihr könnt da ruhig einen Ton dunkler gehen. Und das ist eine Art gebackenes Puder, das ist super weich, das fühlt sich so total samtig an.
Und, also, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie das für dunklere ist. Ich kann jetzt nur für Leute sprechen, die auch so einen hellen Hautton haben wie ich. Wenn ihr hell seid und nach einem schönen Bronzer sucht, das ist der perfekte Bronzer. Und dadurch, dass es so eine leicht, das ist wie, stellt euch vor, ein transparentes Puder, was getönt ist. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Das lässt sich so leicht verblenden. Also jeder Idiot schafft es, das zu verblenden, das verspreche ich euch. Das sieht so schön aus. Es ist der einzigste Bronzer, den ich verwende. Jetzt mal hier einmal geswatcht. Allerdings ist jetzt wirklich stark aufgetragen. Ich verblende das mal ein bisschen. Also ich habe das jetzt nach unten hin verblendet. Es ist zwar ein bisschen warm, aber doch irgendwie auch kühl. Und ich finde ihn einfach so wunderschön. Und einfach diese Textur ist so ganz besonders. Ich verspreche euch, der ist idiotensicher. Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und wie gesagt, greift ruhig eine Nuance dunkler. Ich habe Medium und das sieht so toll aus auf der Haut. Der ist so dermaßen natürlich. Das gibt einfach so einen leichten Glow und so ein bisschen Wärme und ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und es sieht überhaupt nicht übertrieben aus. Und glaubt mir, ich bin wirklich super hell, super weiß. Und wenn bei mir ein Bronzer toll aussieht, das heißt wirklich was. Das zweite Produkt ist ebenfalls von Bare Minerals und das habe ich euch schon im letzten Monat gezeigt, aber ich habe es irgendwie viel intensiver in diesem Monat benutzt und noch mehr zu schätzen gelernt. Und außerdem war es letzten Monat, als ich es euch gezeigt habe, auch noch nicht erhältlich in den Stores. Es hat mir mega leid getan, wo ich im Nachhinein dann die Links rausgesucht habe und gemerkt habe, dass der Artikel überhaupt nicht verfügbar ist. Und dann dachte ich mir, oh Mist, jetzt habe ich das euch gezeigt und ihr könnt ihn noch gar nicht kaufen, weil ich habe die Palette halt schon vorab zugeschickt bekommen. Und zwar ist es die Bare Sensations Palette. Und ich habe die auch neulich in einem First Impression Video verwendet. Das Video verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und ich muss sagen, die Palette, mal abgesehen davon, dass es Roségold ist und ich liebe Roségold, die ist einfach so toll. Ups, jetzt fällt mir der Pinsel raus. Da ist noch ein Pinsel dabei. So sieht die Palette aus und die Qualität der Lidschatten ist so großartig. Die sind so butterweich, die lassen sich so leicht verblenden. Die matten Töne haben teilweise ein bisschen Fallout, also da kommt echt viel Puder ein bisschen runter, aber auf dem Auge hat es kein Fallout, aber wenn ihr mit dem Pinsel reingeht, wobei es liegt da auch immer dran, welchen Pinsel ihr dafür benutzt, je nachdem wie borstig oder wie weich der Pinsel ist. Aber die Farben sind so schön und gerade halt hier der ganz helle Ton, den benutze ich täglich. Und diesen Ton hier, den habe ich heute auch in der Lidfalte benutzt. Ich liebe den in der Lidfalte, der ist so schön. Und dann benutze ich auch immer gerne hier den dunklen Ton in meiner Lidfalte, der ist auch wunderschön. Und oh Gott, ich schaue gerade spiegelverkehrt in meinem Bildschirm. Und dieser hier, der ist auch so wunderschön. Einige davon könnt ihr auch einzeln kaufen, allerdings finde ich die Palette so toll. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich noch an der Palette und zwar ist hier unten Nummer 9 und Nummer 10 oder hier die untere Reihe. Das sind auch schöne matte Töne, allerdings sind da so Glitzerpartikel drin. Also zwar ganz wenig und ganz fein, aber da sind Glitzerpartikel drin und ich verstehe das nicht ganz. Ich finde es irgendwie komisch, dass die glitzern. Ich verstehe es nicht, dass sie nicht ganz matt sein können. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht sind die auch von einem anderen, von diesem Nummer 12. Der hat viel Glitzer drin. Vielleicht sind die da irgendwie rübergefallen. Ich weiß es nicht, aber die glitzern. Das finde ich irgendwie komisch. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz, ganz tolle Palette. Die ist auch super hochwertig. Die hat auch so einen ganz starken Magnetverschluss. Ich finde die so schön, die Lidschatten haben so eine tolle Qualität. Also wer auf der Suche nach einer tollen Lidschattenpalette mit solchen Move-Tönen ist, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Kann ich nur empfehlen, absoluter Tipp, habe ich den ganzen Monat über getragen. Dann habe ich noch ein Produkt mit Bronzer und Konturpuder. Und zwar ist es die Nude by Nature Palette, auch wunderschön mit dem Roségold. Ich liebe das bei Nude by Nature, dass die immer so viel mit Roségold haben. Und das Contour-Kit habe ich euch schon mal gezeigt. Ich bin kein Fan von Contour-Kits. Zum Beispiel hier dieser helle Ton, mit dem kann ich nichts anfangen. Also das ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Also ich kann ihn weder als Puder verwenden, dafür ist er mir irgendwie zu dunkel, auch unter den Augen oder so. Der hat keinen Schimmer. Ich finde den total unnötig, muss ich ehrlich sagen. Den Bronzer finde ich auch einen Tick zu warm. Ich trage den zwar heute, aber ich finde den irgendwie ein Tick zu warm. Also ich weiß nicht, ich komme mit dem auch nicht so ganz zurecht.
Der Star dieser Palette ist dieser Konturierton. Den Konturton trage ich auch gerade auf meinen Wangen und habe halt mein Gesicht damit konturiert. Er ist richtig schön kühl, toll für helle Haut. Ich habe die Kollegin von Nude by Nature gefragt, ob es denn diesen Farbton auch einzeln gibt. Leider gibt es den nicht einzeln, sondern nur in dieser Palette. Und das finde ich super, super schade, weil ich halt mit den anderen Tönen nichts anfangen kann. Und dann ist halt dieses Fändchen so klein. Und ich konturiere zum Beispiel immer mit dem Smashbox. Oh Gott, da ist gar kein Name mehr drauf, weil der schon so alt ist. Das sieht auch schon ein bisschen aus, aber mit dem konturiere ich am liebsten, weil mit dem kann man richtig schön am Wangenknochen arbeiten. Ich finde ihn so toll. Und ich muss dann immer so komisch so Produkt aufnehmen, weil wenn ich so, also wenn ich jetzt so reingehen würde, dann ich komme immer in diesen Bronzerton rein und ich will ja nur diesen kühlen Ton haben. Und das finde ich schade an dem Produkt. Aber die Farbe ist klasse. Ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz toller Konturton. Und diesen Konturton in Verbindung mit meinem Invisible Bronze, klasse. Tolle Kombination. Ich hoffe so sehr, dass Nude by Nature irgendwann mal diesen kühlen Ton einzeln rausbringt. Das wäre genial. Wie gesagt, ich bin halt einfach kein Fan von Konturpaletten oder Highlighterpaletten, bin ich kein Fan von. Ich habe die Anastasia Beverly Hills Konturpalette und ich habe die vielleicht ein-, zweimal verwendet und ich greife da gar nicht mehr zu. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Ton mal einzeln rauskommt. Ist eine schöne Palette, also von der Optik her. Aber wie gesagt, ich kann halt mit den anderen Farben leider nichts anfangen. Das nächste sind zwei technische Favoriten. Und zwar ist es meine iPhone-Hülle und dieser Saugnapf hier. Saugnapf. Ihr könnt sehen, das ist so ein Ding, das kann man so auf zwei Stufen rausmachen. Und man kann dann seine Hand dahin halten. Ich habe jetzt das iPhone 7 Plus. Wenn ihr ein kleineres iPhone habt, dann könnt ihr, indem ihr das so zur Seite macht, auch so aufstellen, damit es halt so steht, beziehungsweise sogar so aufstellen, damit ihr halt Filme gucken könnt oder sonst was. Bei mir funktioniert es leider nicht, weil mein Handy einfach zu groß ist. Aber das ist so praktisch und ich habe das nie verstanden, warum Leute sich solche Dinger kaufen fürs Handy. Ich fand es immer total bescheuert. Und dann habe ich das bei der Anni gesehen, als sie aus Gran Canaria hier zu Besuch war und sie hatte halt so ein Teil und das war so praktisch und so cool und dann habe ich mir das bei Amazon bestellt und es gibt es auch mit so Marble, also so Marmor. Ich habe jetzt rosa Glitzer genommen, weil ich finde, es passt zu meinem rosa iPhone, obwohl ich ja eigentlich nicht so der rosa Fan bin, aber gut, mein iPhone darf rosa sein. Genauso wie jetzt auch die Hülle. Also diese Dinger sind mega praktisch, die kosten auch nicht viel. Und die kann ich euch nur empfehlen und das klebt so gut. Wisst ihr, wie oft ich das schon abgemacht habe und wieder neu dran gebappt habe? Also das ist echt cool und das hätte ich nicht erwartet. Ich muss zugeben, ich habe nicht mit so einer guten Qualität gerechnet. Also ich verlinke das euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Finde ich super praktisch. Und das andere ist meine iPhone-Hülle und die ist von Lumi. Vielleicht habt ihr es bei Sarahs Woche gesehen. Da habe ich sie mir nämlich bestellt und ausgepackt. Und ihr seht, da hinten hat die so einen komischen Knopf. Mein iPhone ist mega fett mittlerweile, also alle sagen, also das wiegt jetzt auch richtig was, aber ist okay, ich finde es praktisch. Das hat nämlich Licht, also das hat so Selfie-Licht und das könnt ihr heller machen, also jetzt ist es komplett hell, aber ihr könnt es auch dunkler machen, so. Und das ist halt richtig, richtig cool. Gerade wenn ich dann halt auch filme oder irgendwie so Live-Videos mache oder sonstiges. Beziehungsweise wenn ich so nachts aufs Klo gehe, benutze ich das dann immer so als Licht, weil es viel angenehmer ist als diese iPhone-Taschenlampe. Und meine Nachbarn nicht denken müssen, dass bei uns ein Einbrecher zu Hause rumläuft. Ich finde die so cool und die ist so hochwertig. Seit ich sie bestellt habe, also ihr könnt da extra nochmal einen Akku laden für die Lampe. Aber ich habe die jetzt schon seit über einem Monat und benutze diese Lampe fast täglich. Und ich musste noch nicht einmal den Akku laden und das finde ich richtig, richtig cool. Genau, also ich finde die klasse, gerade wenn ihr gerne Selfies macht oder selber Videos dreht, wenn ihr öfters mal Live-Videos macht, das ist so cool einfach. Und euer Handy ist auch richtig gut geschützt, weil die erste Schicht ist so eine Silikonhülle und dann hinten ist dann dieses härtere Plastik. Also es ist richtig, richtig gut geschützt, euer iPhone. Es wiegt zwar ein bisschen mehr, das ist halt der Nachteil, aber es geht vor allem noch hinten mit diesem Popsicle, wie das heißt, Pop-Socket, mit diesem Pop-Socket hinten, ne?
geht das voll klar und ich finde es voll angenehm, man gewöhnt sich dran. Mein Handy passt zwar jetzt nicht mehr in meine kleine Handtasche rein, die ich am liebsten im Alltag trage, ich muss es jetzt halt in der Hand halten, ne? Aber ist okay, es ist praktisch, ich meine, ich brauche das für die Arbeit und ja, ich kann das wirklich sehr empfehlen, ich verlinke euch beides unten in der Infobox. Und mein letzter Favorit ist eine Duftkerze, und zwar wurde ich von einer YouTuberin, der lieben Paddy, sie hat einen Buchkanal, aber macht jetzt auch Videos über Kerzen, ich verlinke euch ihr Kanal unten in der Infobox. Und sie macht jetzt seit neuestem halt auch Videos über Kerzen, wo sie so berichtet, wie man die richtig benutzt. Gerade Janky Candle oder Kringle Candle. Und oh, die fixt mich immer mit allem Möglichen an. Und dann habe ich mir wieder ein paar Kerzen bestellt. Und halt unter anderem diese hier, Wild Mint. Und die ist bei Amazon, ist die auch reduziert. Und ich liebe den Geruch von Minze. Oh mein Gott, Leute, die riecht so lecker. Die riecht so, als ob ihr so in den Busch Minze reinriecht. Also wirklich, ihr steckt euren Kopf in so einen Busch Minze und schnüffelt dran, so riecht diese Kerze. Das ist einfach. Oh, das ist so lecker. Ich liebe die. Ich habe die schon so oft brennen lassen und brennt richtig sauber ab. Der Geruch ist großartig. Er ist frisch, aber nicht zu minzig frisch. Also manche mögen ja den Geruch von Minze nicht. Ich mag das sehr gerne. Für mich kann es ruhig noch ein bisschen intensiver sein. Aber das riecht wirklich sehr herb. Also das riecht wirklich wie eine Minzpflanze und nicht wie jetzt so chemische Minze oder so. Oder wie so ein Kaugummi. Überhaupt nicht. Wenn ihr an einer frischen Pflanze schnuppert, genau so riecht das. Und ich finde das so lecker, eine absolute Empfehlung. Ich kann euch bei Yankee Candle nur empfehlen, also das habe ich jetzt echt auf gut Glück bestellt, weil sonst immer, wenn ich neue Düfte ausprobiere, bestelle ich mir immer die Tarts und habe dann hier meine Tartlampe, wo ich dann die Tarts erstmal teste und wenn ich den Duft toll finde, dann kaufe ich ihn mir als Kerze nach und den habe ich sofort mir als Kerze bestellt, weil ich dachte mir, da kann man nichts mit falsch machen. Ich liebe Minze. Und das ist, finde ich, der schönste Minzeduft, den ich je als Duftkerze oder Raumduft hatte. Schaut hier, wie gesagt, bei Amazon. Ich verlinke es euch unten, weil da ist es gerade reduziert. Kommen wir nun zu meinen Flop-Produkten. Ich habe drei Flops. Und ich bin wirklich so enttäuscht. Ich bin wirklich so dermaßen enttäuscht über die Produkte. Das erste Produkt ist noch ganz leicht zu verschmerzen, weil es ein Pröbchen war. Und zwar ist es dieses hier von Sacha Juan, Stockholm, das Ocean Mist Volume Shampoo. Volume. Ich probiere zurzeit sehr gerne Shampoo-Pröbchen aus, vor allem von so hochwertigen Marken. Ich finde das hier ganz cool, weil das Pröbchen ist so gemacht, dass man das so umknicken muss und dann kann man das Shampoo so rausdrücken. Also ich finde das wirklich cool, weil ich hasse das immer bei Shampoos, wenn man die dann in der Dusche aufreißen muss, dann geht das eh nie richtig auf und dann noch rausdrücken. Also das finde ich richtig cool gemacht. Also da ein Riesenlob. Allerdings weiß ich nicht, wo dieses Shampoo Volumen geben soll. Ich hatte noch nie in meinem Leben so platte Haare. Meine Haare, die wurden innerhalb von einem Tag fettig. Die hingen so runter. Ich konnte gar nichts mit dem machen. Also das war wirklich das Gegenteil von Volumen. Also ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben. Ich finde das so schrecklich, dass ich das jetzt mit reinnehmen musste, weil normalerweise tue ich jetzt Pröbchen nicht unbedingt hier mit reinnehmen, aber ich fand das so schlimm, dass ich das einfach zeigen musste. Ich glaube, ich hatte das in einer Lookfantastic-Box, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das war ein absoluter Flop. Also geht gar nicht. Geht absolut nicht. Das nächste Produkt ist ein Abschminkprodukt und das hatte ich in meiner Goodie Bag von Bräuninger bekommen. Und ich hatte mich wirklich sehr darüber gefreut, weil ich das schon lange benutzen wollte und schon viele positive Stimmen dazu gehört habe. Und zwar ist es von Clinique, das Take the Day Off, der Make-up Remover. Das ist so ein Drei-Phasen-, Zwei-Phasen-Ding. Ihr denkt euch jetzt, oh, du hast es aber ganz schön gut aufgebraucht dafür, dass du das nicht mochtest. Ja, gestern ist es mir passiert, weil ich wollte meine Swatches auf der Hand sauber machen. Und das hat so einen blöden Verschluss. Mein Rosenwasser, was ich täglich benutze von Chichicherie, das hat so eine Kappe nochmal drauf und da kommen wirklich nur so Tröpfchen raus. Und dann verpeile ich das, dass das ja nicht hat. Da kommt es halt komplett rausgeschüttet raus. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser erklären soll. Auf jeden Fall habe ich das ganze Ding über meinem Schreibtisch ausgeschüttet. Ich war so angepisst. Ich war so angepisst, aber okay, das war mein Fehler. Da kann ja das Produkt nichts für. Warum mag ich das nicht? Erstens, ich muss so viele Wattepads benutzen, dass ich mein Make-up abbekomme. Also,
Ich brauche wirklich das Doppelte an Wattepads, was ich sonst benötige, mit anderen, mit Zellenwassern oder Abschminkprodukten. Ne? Und ich muss so stark reiben, vor allem an meinen Augen, dass mein Make-up weggeht. Und Clarence ist ja eigentlich eine Marke, gerade auch für sensible Haut, für unreine Haut haben die auch viele Produkte. Also, und da verstehe ich nicht, dass dieses Abschminkprodukt so schlecht abschminkt. Also das schminkt wirklich schlecht ab. Dieser Film, den das Produkt hinterlässt, ist so ekelhaft auf der Haut. Ich kriege das teilweise, wenn ich mein Gesicht danach noch abwasche, nicht richtig ab, dieses Gefühl. Ich finde das so eklig. Ich weiß, ich mag das überhaupt nicht. Und ich habe da immer im Gesicht noch Rückstände. Also ich brauche da echt fast eine halbe Stunde, bis ich mich abgeschminkt habe, was ich sonst in 10 Minuten erledigt habe, da brauche ich hier über eine halbe Stunde für. Also leider ein absoluter Flop, kann ich nicht empfehlen. Und ja, ich benutze das jetzt einfach, um Swatches zu entfernen bei Videos oder bei Blog-Einträgen. Dafür ist es dann gut genug, da langt es noch. Aber sonst könnt ihr das echt, also ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wer damit zurechtkommt. Aber ich meine, ihr wisst, ich bin immer stark geschminkt. Und ich benutze nicht mal wasserfeste Mascara, also ich benutze nichts Wasserfestes und kriege trotzdem meine Wimperntusche nicht richtig ab damit. Und sorry, aber wenn es das nicht schafft, ja. Und das letzte Produkt, das war auch so ein Mega-Fail, und zwar sind das die Huda Beauty Liquid Lipsticks. Da fehlen jetzt zwei Stück, ich habe die leider nicht mehr gefunden. Ich glaube, ich habe die aus Wut schon irgendwo weggeworfen, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier noch zwei Stück drin. Ich habe noch nie vorher Liquid Lipsticks von Huda Beauty verwendet und ich war halt mega gespannt drauf, weil ich weiß, wie gehypt diese Liquid Lipsticks sind. Ich weiß, wie viele die benutzen und auf die schwören und ach, die sind so toll, das sind die besten, bla bla bla. Ich habe sie natürlich bestellt, wo ich gesehen habe, dass es bei, wo habe ich bestellt? Bei Cult Beauty, glaube ich. Da habe ich gesehen, dass die so solche Vierersets haben. Dann dachte ich mir so, hey, perfekt, cool, kann ich gleich mehrere auf einmal verwenden, ne? Und ich habe das in einem First Impression Video, auch in dem, wo ich diese Lidschattenpalette benutzt habe. Dort habe ich die zum ersten Mal getestet und ich dachte echt, die will mich verarschen. Ich finde die so schlecht. Es sind mit die schlechtesten Liquid Lipsticks, die ich bisher verwendet habe. Einzig die NYX Lingerie Liquid Lipsticks finde ich noch schlechter. Ich verstehe bis heute den Hype nicht um die. Ich verstehe nicht, wie man diese Textur mögen kann. Ich finde, es fühlt sich an, als hätte man Plastik oder Kleber auf den Lippen. Das fühlt sich wirklich an, als hätte man Kleber auf den Lippen. So ein ganz ekliges Finish hat das und trocknet so doof an. Ich mag das überhaupt nicht. Und das kommt der Sache auch schon ganz nahe. Erstens, der Geruch, der riecht im ersten Moment lecker. Also im ersten Moment denkt man sich so, cool, das riecht voll lecker, mal was anderes. Aber der Geruch geht dir so schnell auf die Nerven. Der geht dir so schnell auf die Nerven. Ne? Dann ist das Zeug so rotzflüssig. Also, ich finde das so schwer auf den Lippen aufzutragen, weil es halt so mega flüssig ist. Dann ist das nicht deckend. Also, dass ihr es wirklich deckend habt, braucht ihr mindestens zwei, wenn nicht drei Schichten, ne, damit es wirklich komplett deckend ist auf den Lippen. Und ich finde, das geht gar nicht. Dann müsst ihr nochmal vielleicht so zwei, drei Minuten warten, damit es getrocknet ist. Dann hält das noch nicht mal lange. Das bröckelt sich auch irgendwann mal ab, setzt sich auch ab in den Lippenfältchen. Vor allem, das trägt sich so blöd ab einfach. Also, weiß ich nicht, die Lippen sehen danach voll doof aus. Ich finde die Farben wunderschön. Also, gerade die Farbe Gossip Girl und was ist das? Und Icon. Gossip Girl und Icon. Ich finde die Farben sind wunderschön. Vor allem Gossip Girl, das ist so eine Farbe, die, das ist genau mein Rosaton einfach. Und ich finde die Farbe so wunderschön. Aber ich brauche drei Schichten von dem Zeug. Drei Schichten, um das decken zu bekommen. Und ich finde, das geht gar nicht. So, dann war da noch ein, den habe ich gar nicht erst benutzt. Socialite heißt der. Ein metallischer Liquid Lipstick drin. Und der hat einfach mal gar keine Deckkraft. Also, ich zeige das euch jetzt einfach mal. Seht ihr das? Wie streifig das ist? Und überhaupt nicht deckend. Das geht doch gar nicht, oder? Ich muss im Fokus. Also schaut euch das mal an. Lass mich verarschen. Also da kann ich doch gleich, dann nehme ich doch gleich einen Lipgloss drüber. Da brauche ich, was soll ich mir da so ein Liquid Lipstick drauf machen? Ich finde den so dermaßen schlecht. Da, also, wo ich das geswatcht habe,
Ich dachte echt, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Und da habe ich mich so gefreut, weil jetzt in Sephora gibt es auch Huda Beauty in Deutschland. Also denkt ihr, dass ich nur einmal einen Cent ausgeben werde für einen Huda Beauty Liquid Lipstick? Also bestimmt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Qualität von den kleineren schlechter ist. Bei MAC ist das ja auch so. Diese ganzen Limited Editions, wo dann so Lidschattenpaletten sind oder so Lippenstiftpaletten, da ist die Qualität immer schlechter als bei den Originalprodukten. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist. Wenn jemand von euch damit Erfahrung hat, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich wirklich nochmal einen Originalen probieren und testen. Aber also gerade dieser metallische, sorry, also das geht gar nicht. Also das geht wirklich nicht. Ich schau mal gerade. Also ich habe euch jetzt mal zum Vergleich von Lime Crime einen Diamond Crusher. Dann von Lime Crime diesen, das sind die einzigsten so Metallic-Dinger, die ich habe. Weil ich finde, die sind nicht sonderlich vorteilhaft. Happy, das ist so ein Metallic Liquid Lipstick. Und halt der von Huda Beauty. Und ich swatch euch das mal. Also diese Diamond Crushes sind echt krass, aber die stinken. Kennt ihr diese richtig billigen Erdbeer-Chemie-Düfte? So ungefähr riecht das nur tausendmal schlimmer. Also ich finde das grauenhaft. Ich kann die auch deswegen nicht tragen, weil mir wird, ich bekomme schon fast Kopfschmerzen von diesem Geruch. So, ich swatche euch das mal und ich mache immer so zwei, okay, da habe ich jetzt echt nichts drauf genommen. Ich mache euch mal so zwei Schichten von jedem drauf. Also der Lime Crime, der ist schon mit einer Schicht, ist der mega deckend. Und der von Huda Beauty, der ist einfach so, das ist so wässrig einfach. Also ich habe zwei Schichten jetzt von jedem drauf gemacht. Und ich hoffe, die Kamera fängt das ein. In der Mitte ist Huda Beauty. Hier ist der Diamond Crusher und hier ist der Happy von Lime Crime. Und ich hoffe, die Kamera fängt das ein, wie wässrig der Huda Beauty ist. Ich finde den so dermaßen schlecht. Ich habe selten so einen schlechten... Also das ist ein Witz. Das ist, ich weiß, ich bin enttäuscht. Ich bin sauer, dass ich da so viel Geld dafür ausgegeben habe. Schaut euch das mal an. Das geht gar, also ich hoffe wirklich, dass aufgrund der Schimmerpartikel, dass die Kamera das hier richtig einfängt und richtig fokussiert. Weil ich merke gerade schon am Bildschirm, dass die Kamera da so ein bisschen am Arbeiten ist. Geht gar nicht. Und der Lime Crime ist schon sofort getrocknet. Der Huda Beauty ist immer noch feucht und der Glitzer-Topper ist auch schon sofort getrocknet. Also ich muss sagen, das sind die Lime Crime wirklich sehr gut. Also wenn ihr sowas Metallisches mögt, dann nehmt euch lieber die von Lime Crime. Ich denke, vom Preis her schenken die sich auch nichts. Aber dieses Huda Beauty, ich bin so enttäuscht. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Weil wisst ihr, das war halt so ein Produkt, was ich mir schon so lange kaufen wollte. Und halt echt lange überlegt habe, kaufe ich es mir? Weil, das ist jetzt auch nicht gerade günstig so. Und ich bin halt echt immer vorsichtig, wenn es um neue Marken geht. Und ich habe so lange überlegt und dann dachten wir, komm, gönn dir es jetzt mal. Jetzt bestell dir mal wieder neue Kosmetikprodukte. Und von der ganzen Bestellung, was ich alles bestellt habe, habe ich mich am meisten über die Liquid Lipsticks gefreut. Weil ich dachte mir, gerade bei denen kann ich nichts falsch machen. Jeder sagt nur Positives über die und ich verstehe es nicht, dass die einfach schlecht sind. So viel dazu. Ich habe mal wieder viel zu viel gequatscht. Alle Links zu den Produkten sind in der Infobox. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich liebe eure Tipps. Ihr habt mir schon so oft mega, mega, mega gute Tipps gegeben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!